Klick und Ende. Nicht schlecht. Das waren 5 Minuten? Vielleicht. Allerhöchstens. Oh, Backe, du hast es tatsächlich. Oh, Backe, du hast uns tatsächlich alle 4 geschnappt. Du hast gewonnen. Haben wir es etwa nicht mehr drauf? Nein, hattet ihr noch nie. Jedenfalls hören wir ab heute damit auf, grundlos jeden zu ärgern. Ja, indem ihr über den Marktplatz geht. Verzeih bitte unsere Fiesheiten. Fiesheiten, hm? Und nimm bitte das hier an. Da da da. Herzteil! Mehr Energie, also. Immer fleißig suchen. Das ist unser allergrößter Schatz. Aber das sind dir echt verdient. Schließlich bist du der Meister im Versteckspiel. Das schafft Respekt. Ich weiß, eigentlich sollten wir das selbst erledigen. Aber könntest du nicht vielleicht für uns zu Frau Lehrerin Marie gehen und dich entschuldigen? Danke. Klar, ich will nur meinen Lohn abholen hier, ne? Das war Stundenlohn. Stundenlohn 30 Rubine. Sei einfach. Hey, kann ich ein bisschen warten? Oh, ich brauche ein bisschen Überstunden. Ja, genau. Gut. Vorausgesetzt, dass ich weiß, wo ich jetzt wirklich lang muss. Ah, hier ist die Schule. Hoffentlich kriege ich Geld. Ich glaube, das Segel kostet 80 Rubine. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube es aber. Kann ich etwas für dich tun? Ja. Bist du zu ihm gegangen? Hast du ihm irgendwas gesagt, oder? Na, ich habe euch nicht ein bisschen durch den Türspalt beobachtet, weißt du? Jedenfalls bist du wirklich ein lieber Junge. Hier ein kleines Taschengeld als Dankeschön für dich. Yes! Bruder der Rubin. 50 Brüder Rubine. Ein breites Grinsen zieht dein Gesicht. Aber sag niemandem etwas davon, ja? Hm, kleines Taschengeld, Dankeschön. Ein breites Grinsen ziert mein Gesicht. Wie es aussieht, hast du dich tatsächlich anstelle von uns bei Frau Lehrerin entschuldigt. Sehr anständig. Ach ja, und wusstest du das eigentlich? Unsere Lehrerin Madame Marie hat bald Geburtstag. Boss, wir sollten ihr was schenken. Rika, Unsinn, wir sind die ganz kleinen Streicher und nicht die Pfadfinder, kapiert? Aber da fällt mir ein, dass diese Frau Lehrerin völlig verrückt nach Accessoires ist. Was hat es ihr denn jetzt gerade angetan? Waren es nicht diese Glücksamulette? Ja, vielleicht liegt da irgendwo hier eins rum. Dann könnten wir ihr das schenken. Hm, warte mal, als ich neulich ein bisschen auf Bäumen geklettert bin, da habe ich auf einen von ihm was blitzen gesehen. Da bin ich mir ganz sicher. Und du meinst, es könnte eins dieser Amulette gewesen sein, Boss? Das war bestimmt was anderes. Gut. Jetzt können wir natürlich jeden Baum absuchen, das habe ich schon mal getan. Allerdings habe ich immer geguckt, wo blitzt was und am Ende bin ich... Weg, 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 weg. Ich habe gesehen, da war dieser Baum. Das war der Baum. Da, da, da. Glücksamulett. Den Baum, wo sich Ivan sowieso versteckt hat, den habe ich sowieso ausgeschlossen, weil da muss es ja gefunden haben eigentlich. So, das ist ein Glücksamulett. Yay. Weißt du, in Wirklichkeit haben wir das ja oben auf dem Baum versteckt. Aber ich wusste, du wirst es ganz sicher finden. Bald ist Frau Lehrerin Maries Geburtstag. Und es ist natürlich super, dass wir endlich ein Geschenk haben, aber... Wir schämen uns ein bisschen, ihr es zu geben. Wie wär's, wenn du ihr das einfach anstelle von uns gibst? Ja. Ja, du bist der Einzige, den wir um sowas bitten können. Schließlich bist du ein so anständiger und verlässlicher Kerl. Jawohl. Ja. Als wäre ich hier irgendwie Lieferdienst oder sowas. Okay. Gleichzeitig werde ich auch mal inständig, wo ich gerade den alten Opa sehe. Das Seil, das Seil, ja. Ich kaufe mir ein Seil. Das kostet 121 Rubine. Super. Und wovon soll ich jetzt das Segel bezahlen? So, da ist er. Reden. Ich komme aus einem fernen und kalten Land. Aus einem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verschwundene Meer bis hierher nach Portemonnaie geführt. Unterwegs geriet ich in einen fürchterlichen Sturm und mein Boot wurde zerspettert. Doch mysteriöserweise blieb es dabei unversehrt, also das Segel. Wie unschwer bist du ein Reisender, nicht wahr? Dann willst du mir doch bestimmt diesen meinen einzigen Schatz abkaufen, nicht wahr? Willst du es? Die Menschen dieser Stadt wagen sich nicht aufs gefährliche Meer hinaus. Die haben es gewiss nicht vor, es mir jemals abzukaufen. Es. Ich bitte dich, ich will mich hier als Händler niederlassen und dazu brauche ich dringend Geld. Wie klingen 80 Rubine für dich? Okay.
Da danke ich dir aber recht herzlich. Ja, ja, 80 Rubine, das ist die Rettung in der Not. Damit habe ich jetzt endlich ein Startkapital und starte durch ins Geschäftsleben. Hier, mein Freund, es soll dir jetzt gehören. Da, 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 Segel. Yay. Das wäre fast alles, was wir hier machen müssen. Gut, ja, okay. Es gibt später noch ein schnelleres Segel, aber erstmal reicht uns das aus. Also ich glaube, es gibt später noch eins. Es gibt nämlich in der Wii U-Version, da geht es um eine Vorschau und da steht dann, man kann sein Segel irgendwie ändern, auf schnell oder normal und wieso. Kann ich das für dich tun? Ich glaube, für Kinder habe ich wirklich einen untrüglichen Blick. Und ich spüre, dass aus dir einmal ein ganz vorbildlicher Erwachsener wird, dessen Name in die Geschichte eingehen wird. Ja. Da bin ich mir absolut sicher. Okay, warum kann ich es nicht einfach übergeben? Na, scheiß drauf. Behalte ich es halt, ich meine. Warum muss ich ein Geschenk übergeben? Das wäre ich ja irgendwie. Angehöriger einer Pfadfindergruppe oder so. Badumts. Jetzt erstmal da runter. So, direkt unter dem Grabstein befindet sich der rote Leuenkönig. Da ist er. Oh, du strahlst ein bisschen über beide Ohren. Ich habe 50 Rubine gefunden. Hast du etwas Segel gefunden? Ja, das auch. Sehr schön. Da will ich dir mal die Bootssteuerung beibringen. Nähere dich mit dem Boot, bla bla bla. Kenne ich alles, kenne ich alles, kenne ich alles, kenne ich alles. Ja, natürlich. Also, jetzt sind wir in der Seekarte. Bla 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 bla. Seekarte eingezeichnet, Zielort, bla bla bla. Hohe See verirren. Nicht wissen, wo ich bin. Oben überprüft Position. Gut, wir haben Westwind. Los geht's, um nach Osten zu setzen. Gehen dein Segel, okay. So, endlich von Bord, okay. Ja, ich bin ein Trottel. So, jetzt muss man das Segel auf X, Y und Z setzen. So, dann knallt man erst volle Kanne dagegen. Und jetzt kommt das Geniale. Man kann segeln, und zwar in wohin man immer will. Wenn man direkt hart gegen den Wind segelt, so zum Beispiel, dann geht's voran. Jetzt segeln wir gerade nach Norden. Und unten links ist der Kompass. Man kann jetzt auch natürlich nach Norden segeln. Man kann nach Süden segeln. Bloß, man kann nicht nach Westen segeln. Okay, hier kann man nach Westen segeln, komischerweise. Nein, kann man nicht. Okay. Und jetzt kann man das gesamte Meer bereisen. Das ist doch mal genial, ne? So. So ist die bessere Ansicht. Am besten jetzt. Okay, was? Wie wo? Okay, durch. Hui. Yay. Okay. Ah, Mist, da war eins. Da hinten. Ui, was? Springen. Fucking ernsthaft? Genial. Ja, wie gesagt, Ostwind sieht man hier. Und hier Tag-Nacht-Zeit. Okay. Muss ich ein bisschen vertraut machen hiermit. Mit allem. Man kann die gesamte See bereisen. Man kann hier wirklich einiges finden am Ende. Da hinten. Da will ich auch mal hin. Da ist nämlich auch ein Boot. Yay, 10 Rubine. Oder ist es ein Boot? Ja, das ist das Boot. Ich glaube, das sind die Schatzsucher. Stopp. Ja, weg hier. Halt, ich will doch zu den Schatzsuchern hier. So. Guten Tag. Jetzt mal hier rauf. Auf den Kahn. Bordänderung. Hallo, hallo, hallo. So.
Ne, wir gucken einfach mal, was ist hier drin. Ja, so macht man es natürlich super. Automatische Kamera. Jetzt darauf, jetzt da rein. Mal gucken, was ist denn hier? Interessant. Oh, verehrter Kunde, bei einem Terry-Händler finden Sie alles, wonach Ihnen der Sinn steht. Oder haben Sie etwas, das Sie loswerden wollen? Okay, das ist nicht das Boot, egal. Ich kaufe es Ihnen ab. Was kaufen? Drücken Sie nach rechts. Futtertasche, sehr praktisch. Universalfutter, 3 Portionen, ne? Mhm, es ist ein Händler. Nee, danke. Bye. Tschüss. Ich glaube, ich speichere hier einfach mal. Yep. Speichern. Spiel fortsetzen? Nö, danke. Ich mache einfach mal ein Sicherheits-Safe-State und sag einfach mal, leg erstmal den Controller weg und sag einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt wird das Spiel erstmal richtig interessant. Und vor allen Dingen, wenn man dann die Windrichtung verändern kann. Man kann gespannt sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.